Moin Leute, herzlich willkommen zum neuen Video und nach dem Intro werde ich mal hier die 390er Duke Probe fahren und gucken mal, wie sich das Ding so macht. Ob das sich lohnt für euch, von der 125er direkt auf die 390er hochzugehen. Gleicher Body ist das im Prinzip, Preis ist auch nicht groß unterschiedlich, nur halt größerer Motor und deutlich mehr PS. Jo, bin ich mal gespannt, wie sich das Ding so fährt und dann machen wir mal los. Mal gespannt, wie das wird. Wir fahren jetzt erstmal tanken, weil mein Vater keinen Sprit mehr hat. Also wir fahren deutlich mehr Zug als die Duke, welch Wunder. Muss ich erstmal daran gewöhnen, aber ich bin auch noch nicht viel bei gefahren dieses Jahr. Ich muss noch aufpassen, wir haben 2000 Euro Selbstbeteiligung, wenn wir das Ding zerfritten. Ja, schon einen schönen Zug, das muss man schon sagen. Wie es sich für eine 48 PS Maschine gehört. Weil ein 93 Kubik oder so läuft jetzt nicht ganz so rund. Aber das erwartet man ja auch nicht. Das ist ja ein Funbike, eher so naked, soll ja Spaß machen. Ist ja jetzt nicht auf Komfort getrimmt, so mit fünften Gang. Hat die 6 Gänge? Ja, müsste eigentlich, die 125 hat ja auch 6 Gänge. Ja, der Tacho ist bei Regen nicht ganz so doll ablesbar. Das soll sich aber in den neuen Jahr ändern. Das ist auch noch nicht die neue, das ist noch die 2... Ja, auf jeden Fall die Version, die 2.16 gemacht wurde. Ich glaube, die ist 2.15 Nummer oder so aufgelegt worden. Hat sich aber nicht viel geändert seitdem, oder das ist nicht auch mit der Duke rausgekommen, ich weiß es gar nicht so genau. Ist auf jeden Fall noch nicht die neue, kann ich euch sagen. Aber bisher 25 Minuten Zeit und fahren jetzt erstmal tanken. Ja, geil, ne? Uiuiui. Vibriert aber ordentlich, du. Eieiei, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, also die vibriert schon. Ab ein paar tausend Umdrehungen schon, also die vibriert echt früh. Auch jetzt, wenn ich mit, weiß ich wie schnell fahre, ich blink noch. Ne, die kriegen wir nicht mehr, die Ampel. Ah, die Bremsen schlagen wie bei der Duke sehr gut an. Habe ich gerade testen können, so haben wir einen Leerlauf. Und die Scheibe säubern. Vielleicht merkt, regnet es ein bisschen. Die schaffe ich noch, die Ampel. So, ich, für die, die es nie mitbekommen, ich bin auf der, habt ihr gesehen, 93 Duke. So, erstmal zu dem Bike. Das hat 48 PS, also genau für den... Oh, scheiße, jetzt hab ich abgewürgt. Jetzt hab ich abgewürgt. Geil! So, Motor läuft wieder. Und wieder hinterher. Uiuiuiui. So, muss ich jetzt ein bisschen gucken, dass ich das schaffe. So, jetzt zu meinem Vater zu kommen. Soll vielleicht mal die Ampel rot werden. Für? Nein, natürlich nicht. So, wie ab. Dann nach vorne. Wie ist das denn eigentlich gerade passiert, dass ich ihn abgewürgt habe? Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall die 390er Duke, die basiert quasi auf der 125er Duke. Hat halt nur einen 390er Motor drin mit exakt 48 PS. Heißt, ideal gebaut für den A2 Führerschein, den ich ja auch besitze. Und damit so ziemlich als KTM halt als der logische Aufstieg von der 125er gedacht, ne? Man sitzt hier genauso drauf wie auf der 125er Duke und sie sieht auch genauso aus. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so cool für die, die die 390er fahren, weil jeder denkt, die hätten 125er, aber es kann ja auch ganz cool sein, weil jeder denkt, du hättest 125er und du ziehst sie dann trotzdem ab. Ne, so gleicht sich das aus. Bisher hängt das Ding auch gut am Gas. Der Motor ist ein bisschen unruhig, muss ich sagen. Okay, ich bin auch gerade im falschen Gang, muss ich so geben. So, jetzt im vierten. Ich hoch, habe mich noch nicht ganz so an dieses Bike gewöhnt. Bin ja bisher eigentlich fast nur 125er bis auf mein Fahrschulmotorrad gefahren, von daher ist das jetzt schon mal was Neues für mich auch. Aber ich bin ja auch die 125er Duke gefahren, bisher fühlt sich das vom Fahrgefühl recht ähnlich an. Ist auch wendig, wenn auch jetzt ein bisschen schwierig nachzutesten, hier auf der nassen Straße traut man sich ja auch nicht ganz so viel, gerade bei 2000 Euro Selbstbeteiligung. Heute Morgen hat schon jemand die RC 125 leider zerstört. Die wollten wir ja eigentlich auf Probe fahren, mal zu gucken, wie die neue RC so ist. Ja, die ist jetzt leider kaputt, da müssen wir in 2 Wochen nochmal vorbeikommen. Oh, da ist auch dann die Duke wieder da und dann können wir die auch mal fahren. So, ab in den 4. Gang, bei 50 km/h reicht das ja vollkommen aus. So. Der Anzug ist auf jeden Fall ziemlich direkt. Man hat ja eigentlich gar kein Delay, wenn ich Gas gebe, dann ist auch sofort
dann ist auch sofort das Gas da. Also die hängt wirklich sehr, sehr gut dran, muss ich sagen. Da hat man keine Verzögerung von KTM eingebaut, beziehungsweise es geschafft, die rauszunehmen, sodass man halt einen ziemlich direkten Anspruch hat. Allerdings ist der auch ziemlich filigran, finde ich, der Gashebel. Schon kleine Veränderungen machen da ziemlich viel Unterschied. Ist aber ja auch gut, ne? Wenn man auch schnell auf Geschwindigkeiten kommt und nicht die ganze Hand rumreißen muss. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Sitzposition ist halt wie bei der Duke. Ziemlich aufrecht, gute Übersicht. Was ich sagen muss, ganz ehrlich, KTM, die Spiegel gehen gar nicht. Ich glaube zwar, wir saßen ja nur kurz auf der Motorradmesse drauf, aber bei der 925er Duke, die auch quasi gleich wie die 390er ist, ne, haben sie das geändert, haben sie wieder größere Spiegel drin. Und das ist auch sinnvoll, weil diese Spiegel, du siehst halt gar nichts da drin. Also wenn ich mir eine Duke kaufen würde, würde ich auf jeden Fall sofort größere Spiegel draufschrauben. Ich finde sie jetzt auch nicht so schön, dass mich ja jetzt groß stört, aber die sind halt wirklich nicht groß, muss ich sagen. Ja, der Tacho ist, so, die könnte jetzt ja ganz, ganz interessant werden, weil wie gesagt, die neue kommt jetzt raus, das heißt, die Gebrauchten müssten hier von den 390er aus den Baujahren, Alter, wann haben die eingeführt? Keine Ahnung, auf jeden Fall aus vor 2017 sollten die jetzt langsam im Preis runtergehen, weil wie gesagt, eine neue rauskommt und man fährt dieses Ding halt auch nur 2 Jahre, weil es ein A2-Motorrad. Das fährst du dann von 18 bis 20 und von 20 steigst du dann auf die 690er um, wenn es nach KTM geht natürlich, die dann auch ein bisschen größer aus und ein bisschen bulliger aussieht. Oder du nimmst direkt die 1290 Super Duke, die dann aber direkt der Overkill ist. Also das ist dann schon ein ganz anderes Level an Motorrad. Das, ja, würde ich auch mal gern fahren, aber ich meine, ich bin leider noch nicht 20. Dauert noch ein Jahr. Wo fahren wir jetzt hier rein? Was ist der Plan? Will ich erstmal hier Offroad-Test oder was? Keine Ahnung. Ich rutsche hier fast mit dem Hinterrad weg. Hier ist auf jeden Fall nicht schön. Also wir drehen nur. Okay, das geht auch. Im ersten Gang geht das ja auch. So, drehen wir. Der Wendekreis ist mir für meinen Geschmack immer noch viel zu klein. Aber wie gesagt, das Ding ist, alle Kritikpunkte, die ich bei der Duke angebracht habe, sollte hier auch angebracht werden. Außer vielleicht, dass es im sechsten Gang nicht genug zieht. Okay, gut. Jetzt also als zur Grundsatzfrage, die ich ja hier beantworten wollte. Lohnt sich der Aufstieg von der 125er, wenn ihr dann A2 macht, auf die 390er? Ich sag mal so, ihr kauft die 125er vielleicht, sagen wir, für 2500 Euro gebraucht und verkauft dann wieder für 2000 Euro. Das ist realistisch, wenn ihr die nicht groß kaputt macht und da sonst nichts dran ist. So, dann müsst ihr hier auf jeden Fall, wenn ihr die gebraucht kauft, wahrscheinlich nochmal einen Taui draufhauen. Ich kenne jetzt die aktuellen Preise nicht genau. Ich gehe mal, also vor einem halben Jahr oder so lag die so bei 3000 Euro. Heißt, dann haut ihr nochmal einen Taui drauf und habt dann halt genau das gleiche Bike wie vorher. Heißt, ihr kennt die Sitzposition, ihr kennt die Finessen dieses Bikes. Aber wie gesagt, der Rahmen ist exakt der gleiche. Und das heißt, ihr kennt das Bike schon, was natürlich ein Vorteil sein kann, nicht muss. Allerdings finde ich, wenn ihr das Bike kauft, dann würde ich das, also neu ergibt es für mich nicht wirklich viel Sinn, weil dafür ist der Wertverlust wahrscheinlich einfach zu stark für 2 Jahre fahren. So, ich würde auch sagen, nur 25er sollte man sich am besten immer gebraucht holen. Die kriegt man ja auch mit 2 Jahre alt ziemlich gut dann normalerweise, weil dann verkauft man die halt da wieder. Und das ist bei der genauso, als wenn die gebraucht, ne? Und ja, ergibt es nicht dann mehr Sinn, vielleicht die 690er zu kaufen, weil ich weiß nicht, ich glaube, die hat so um die 70 PS. Da gibt es ja einen garantierten Drosselsatz auf 48, da packt man die runter. Und dann nach den 2 Jahren, wenn man dann den großen A-Führerschein hat, dann ballert man die Drosselung raus und hat direkt ein großes Bike. So, ich denke, dass das auf Dauer günstiger ist und dann hat man sich direkt ans größere Feld gewöhnt. Kann ich jetzt natürlich kein wirklich fundiertes Fazit geben, weil ich meine, ich bin das Ding nur mega kurz gefahren. 25 Minuten hier durch die Leverkusener Innenstadt ist jetzt nun wirklich nicht das Testgelände, gerade bei dem Wetter. Aber ich muss sagen, vom Grip her ist auf jeden Fall ziemlich gut vom Handling her, finde ich. Also wie die Duke halt, ne, ziemlich leicht, ziemlich gut zu manövrieren. Und es ist halt, die ist schwerer, habe ich das Gefühl. Habe ich jetzt noch nicht nachgecheckt, werde ich gleich auf jeden Fall mal nachchecken und euch noch was dazu erzählen. Aber
So im Allgemeinen gefällt sie mir ganz gut. Aber ich würde wahrscheinlich eher die 690er kaufen und dann eine 48 PS Drossel reinmachen. So, die Bremsen packen auch wieder gut. Das ist kein Problem. Gerade eben auf dem Matsch, als wir da gedreht haben, bin ich schon ein bisschen mit dem Hinterrad weggerutscht. Was mich an diesem Bike stört, ist, es sieht erstmal nicht erwachsen aus. Man fühlt sich darauf auch jetzt nicht so erwachsen, wenn man jetzt normal drauf sitzt. Es fühlt sich halt immer noch an wie ein 125er. Ist ja im Prinzip auch das Gleiche. Und wenn man sie fährt, fühlt man schon den Unterschied. Und jetzt werde ich mal den Sound machen. Hört sich schon nicht schlecht an, vibriert dann aber auch ordentlich an den Eiern. Also die schießt schon schön los, das muss man schon sagen. Also der Motor ist auch extrem direkt, also die Schaltung ist auch mega schnell und smooth, die Kupplung hat einen schönen Schleifpunkt. Da muss ich schon sagen, ist schon eine schöne Maschine. Macht auf jeden Fall auch Spaß, hier drauf zu fahren. Ich meine, ich kann jetzt die Höchstgeschwindigkeit noch nicht testen, der Tacho geht bis 200. Ich gehe mal davon aus, dass der auch so bei 200 abriegelt. Obwohl, ich meine, ich habe mal gehört, die riegelt bei 150 ab. Muss ich nochmal nachgucken, also könnt ihr euch mal angucken. Die hat ja auch das Schwestermodell RC, da ist genau das gleiche System. Die ist auch genau gleich wie der 125er, nur halt gibt es auch als 290er Version. So, jetzt sind wir bei 100 km/h und dreht nicht hoch. Ich gehe mal in Sechsen hoch. Fährt ganz entspannt. Der Leistungsabfall ist auch nicht so da. Ich kann immer noch drücken. Also man merkt schon, dass die echt Leistung hat. 48 PS ist ja jetzt auch nicht zu. Also 35 kW, ne, falls es da mehr erkennt. Wie gesagt, A2 Motorrad. Ja, gefällt mir. Aber ich muss halt echt sagen, man fühlt sich wie auf einer 125er. Man sieht auch aus wie auf einer 125er. Wie gesagt, am Anfang schon kann Vorteil, kann Nachteil sein. Aber insgesamt würde ich wahrscheinlich eher zu 690er greifen. Ist zwar was teurer, aber man hat direkt ein Motorrad, was man dann auch 5, 6 Jahre fahren kann. Wenn man den A-Führerschein hat, will man dann auch was Größeres. Na, ist ja logisch. So. Gut, dann fahren wir jetzt schnell zurück zum Händler. Zum Kössler, zum Orange Day. Da ist ja gut und ja, wir sehen uns dann gleich, wenn wir wieder beim Händler sind. Ich lebe, das Motorrad lebt und abschließend lässt sich eigentlich sagen, fährt sich ähnlich wie die 125er, sieht genauso aus, hat aber schön mehr Zug, Bremsen sprechen gut an, Spiegel sind immer auch zu klein. Also genau, abschließend die alte. Die neue müssen wir auf jeden Fall auch mal testen, aber wie gesagt, der Aufstieg lohnt sich, wenn es euer Ding ist.